Auferstanden bin ich und bin nun immer bei dir. Halleluja. Du hältst deine Hand stets über mir. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Mit diesem österlichen Gruß heiße ich Sie sehr herzlich willkommen zu unserem digitalen Gottesdienst. Schön, dass Sie dabei sind. Ostern bedeutet Leben. Aber das Besondere ist, dass Jesus das Leben errungen hat durch den Tod hindurch. Das ist das eigentliche Wunder des Osterfestes. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Lesung zum heutigen Gottesdienst steht im Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 11 bis 18, Maria Magdalena. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieh zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandelt sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandelt sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Thank you.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das, was wir im Leben innerlich bewältigt haben, was wir erlebt haben, das ist eigentlich etwas, was in unserem Leben sehr, sehr wertvoll ist. Und ein Bild für dieses Innere, was wir bewältigt haben, ist das Bild vom Weg, vom Lebensweg. Wir sprechen ja oft vom Lebensweg, weil das Bild vom Lebensweg gibt die Möglichkeit, dass wir das, was wir innerlich erlebt haben, in einer Reihenfolge erzählen können, vor Augen haben, dass es Stationen sind, die wir durchlaufen haben und auch, dass wir auf diesem Lebensweg verschiedene Bilder haben, die sich einfach in unser Gedächtnis eingeprägt haben. Auf diesem Lebensweg, da sind es Zeiten mit Veränderungen, mit Begegnungen, aber auch mit Verletzungen. All das ist Teil dieses Lebensweges, der ganz, ganz wertvoll und sozusagen unser eigenstes ist. Bei anderen Menschen ist das ja auch nicht so, dass wir bewundern, dass sie zum Beispiel einen guten Beruf haben oder dass sie fröhlich sind oder dass sie vielleicht Siegertypen sind. Nein, das, was wir bewundern, ist, dass sie einen Weg gegangen sind und zum Beispiel bei schlechten Startchancen einen guten Beruf gefunden haben oder wenn sie viel Schweres erlebt haben, trotzdem eine Freude und eine Fröhlichkeit ausstrahlen. Also diese Entwicklung, dass jemand einen Weg durchgemacht hat und durch den Weg, auch den schweren Lebensweg hindurch, seinen Weg gefunden hat und jetzt zufrieden und ansehnlich dasteht, das ist das, was Bewunderung hervorruft. Heute feiern wir Ostern. Jesus ist Sieger über den Tod. Aber das Besondere ist eben auch bei Jesus, nicht, dass er einfach Sieger ist, sondern sein Weg, sein Lebensweg und sein Weg durch den Tod hindurch zum Sieger. Den Lebensweg von Jesus beschreiben die zwei Symbole, Krippe und Kreuz. Er hat sich den Menschen zugewandt, hat geheilt mit Worten und mit Taten. Maria Magdalena, wir haben die Lesung von ihr gehört, die Auferstehungsgeschichte, ist geheilt worden. Und der Lebensweg von Jesus versichert sich noch einmal ganz besonders eben in dieser Karwoche, die gerade hinter uns liegt. Da ist Jesus nach Jerusalem eingezogen, hat gleichsam die Konfrontation und die Entscheidung gesucht oder herausgefordert. Die Menschen mit Zweigen und ihren Kleidern haben ihn begrüßt wie einen König. Dann das intensive Zusammensitzen Gründonnerstag mit seinen Freunden. Das Mahl, wo einer unter den Freunden ist, der ihn verraten wird. Das Bild von Leonardo da Vinci, was den Moment aufzeichnet, wo Jesus sagt, einer wird mich verraten. Und die Reaktion der Jünger im Bild festgehalten ist. Und dann eben das Brechen des Brotes, das Geheimnis, dass Jesus bei ihnen bleibt, auch wenn er weg ist. Und dann der Garten Gethsemane, die Angst, die Jesus hat, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, war dein Wille, Gott, geschehe, nicht mein Wille. Und dann die Gefangennahme, die Verleugnung des Petrus, seines engen Vertrauten, die Verhandlung vor Pontius Pilatus mit Verurteilung und schließlich der Leidensweg bis hin zum Kreuz, Karfreitag. Diesen Weg ist Jesus gegangen und Jesus ist auferweckt worden durch diesen Weg hindurch. Das ist das Besondere und das feiern wir Ostern und das lässt uns die Geschichte von Jesus und Jesus selbst bewundern und staunen. Unser Lebensweg, er ist undenkbar ohne andere Menschen, die uns begleiten. Die Resonanz, die wir mit anderen Menschen haben und aufbauen, ist wichtig. Wer keine Resonanz im Leben erlebt, das ist verletzend. Resonanz tut gut. Dass jemand einfach da ist, einfach dabei ist, dass jemand uns seine tiefe Freundschaft schenkt oder flüchtige Begegnungen, die dazugehören, die Worte, die wir sprechen und die wir hören. So gehen und so finden wir unseren Lebensweg in der Resonanz und in Beziehung mit anderen Menschen zusammen. Menschen haben auch den Lebensweg von Jesus begleitet. Vor allem die 12 Jünger mit tiefen Freundschaften, die sich ergeben haben. Aber auch mit Enttäuschung, mit Verrat und Verleugnung, mit Untreue. Und viele Frauen waren es, die Jesus nachgefolgt sind. Und ganz in der Mitte steht eben Maria Magdalena, die von 7 Geistern geheilt wurde und Jesus ihr Leben lang unendlich dankbar war. Immer ganz nah bei Jesus dran geblieben ist.
Menschen haben Jesus zugehört, Jesus durfte Menschen etwas sagen, ihr Herz hat sich geöffnet, Menschen haben aber auch weggehört, Menschen haben sich auch gegen Jesus verschwört, weil er deutlich geworden ist, Jesus ist deutlich geworden für das Leben. Ja, dass unser eigenes Leben, dass die Resonanz, die wir im Kontakt mit anderen Menschen haben und aufbauen, und dann ist da noch etwas ganz anderes, nämlich, dass uns das Leben geschenkt wurde und dass wir unser Leben einmal wieder abgeben müssen. Also mit einem Wort, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Es ist verborgen. Bei Jesus aber wird erzählt, dass er von Gott kommt und dass Gott ihn wieder auferweckt von den Toten. Das feiern wir Ostern. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Gott hat ihn auferweckt, Gott, von dem Jesus kommt, der Gott selbst ist, wir sagen später, ungetrennt und unverbunden. Ihn hat Gott auferweckt, der geheilt hat mit Worten und Taten, der barmherzig war, der ohne Gewalt gelebt hat, der geliebt hat bis zum Ende, der Angst hat in Gethsemane, der verraten wurde und der verloren hat. Ihn hat Gott auferweckt durch den Tod hindurch. Das ist wie ein Siegel Gottes unter das Leben von Jesus. Das ist Ostern, das ist das Wunder. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fällt auf uns zurück. Wir erzählen jetzt, Gott hat eine Tür und Jesus hat eine Tür aufgestoßen. Das Leben ist stärker als der Tod. Die Liebe ist das Höchste. Die Liebe hört niemals auf. Frieden, auch innerer Frieden, ist möglich. Wir erzählen das weiter wie ein Geheimnis. Wie ein Geheimnis, das wir weitergeben. Dass wir nämlich, als die, die glauben, in seinen Lebensweg, ich möchte sagen in seinen Lebensstrom, mit hineingenommen sind. Er hat das Leben erlangt durch den Tod hindurch und in diese Lebenslinie sind wir als Christen mit hineingenommen, wie Maria, die nur ein Wort gehört hat, Maria, und sie wusste, er lebt, angesprochen. Und sie erzählt es weiter. Welch eine Resonanz. So werden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seit Ostern unsere Begegnungen auch anders. Unsere Begegnungen werden energiegeladener, einmaliger. Ja, Begegnungen sind das Wichtigste im Leben. Er, der Auferstandene, könnte uns begegnen in jeder menschlichen Begegnung. Er spricht uns an und wir erzählen von ihm weiter. Und wir selbst, ja, unser Weg, unser Innerstes, wir dürfen einen neuen Weg gehen, weil er auferstanden ist, dürfen wir auch aufstehen für Frieden, für gerechte Beziehungen, für den Schutz des Lebens und der Schöpfung. Ostern, er ist auferstanden und wir dürfen auch täglich neu aufstehen. Amen. Was wird der Ohr?
Gott, hast die Sonne aufgehen lassen und es Tag werden lassen, nach einer Nacht der Trauer und der Trostlosigkeit. Du hast es Tag werden lassen für alle, denen es die Sprache verschlagen hatte, die wie gelähmt waren, die nicht mehr weiter wussten und die mit ihrem Leben abgeschlossen hatten, angesichts all des Schrecklichen, das sie gesehen und erlebt hatten, und hast ihren Blick wieder nach vorn gerichtet. Du hast es Tag werden lassen und lässt es immer wieder Tag werden für alle, die Schlimmes ertragen müssen, denen die Hoffnung geraubt und denen genommen wird, was ihrem Leben Sinn gibt. Ich lebe, hast du gesagt, und ihr sollt auch leben. Ihr sollt leben und euch eures Lebens freuen, sollt wieder lachen, singen und tanzen können. Wir bitten dich, Gott, für alle, die tagtäglich den Tod vor Augen haben, die Krieg und Gewalt ertragen müssen, die Angst haben um sich und ihre Angehörigen, die Hunger und Not leiden. Befreie sie von allem, was sie belastet und bedroht. Vertreibe die Schatten, die über ihrem Leben liegen. Lass es wieder Licht werden, dein Licht, das Licht der Hoffnung und Zuversicht, das Licht der Liebe und des Lebens, das Licht des neuen Tages. Amen. Hineinlegen, das Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht hin im Frieden des Herrn. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein freundliches Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.